Schönen guten Abend. Oh, das Mikrofon funktioniert blendend. Wisst ihr, das ist für mich wirklich interessant, an der Humboldt-Uni zu sein, nach 20 Jahren, wo ich hier ein Semester studiert habe und komplett versagt habe. Ja, bin ich zurück. Ja, ihr wisst etwa, 1999 war es, ein Semester Humboldt-Uni Sozialwissenschaften. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja, es war schrecklich. Schrecklich. Ne? Und jetzt sind 20 Jahre vergangen, ich bin zurück und danke, dass ihr gekommen seid. Es ist wirklich schön, hier, dass wir uns in der Synagoge oder Kirche oder was auch immer das hier ist. Ja, so ist es. Ein Tempel, ja, so wirkt es zumindest. Ja, also, viele Publikum, die mich kennen, das ist wirklich schön, das ist natürlich ein Vorteil für mich, aber ein Nachteil für die mich kennen, weil die müssen sich teilweise die Storys anhören, die sie schon kennen. Also, so ist es halt, ne? Ihr seid gefangen. Wir machen das Folgende. Ich werde mich natürlich vorstellen gleich, weil es gibt hier auch welche, die mich, nehme ich an, nicht kennen. Und werde dann auch aus meinem neuen Buch vorlesen. Ich habe 2,5 Auszüge gewählt, die ich relevant finde und die so einiges, glaube ich, erklären, warum ich so bin, wie ich bin. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, weil ich bin ein Mann des Gespräches und ich finde deswegen auch die Aufforderung von den Kollegen ganz gut. Wer auch immer im Saal später motzen will, der kann gerne motzen, er soll das aber in einer zivilisierten Art und Weise machen. So, also erstmal zu mir selbst. Ich bin 77 in Deutschland geboren, bin Sohn persisch-jüdischer Eltern, die damals aus dem Iran nach Deutschland gezogen sind, hier in Göttingen studiert haben und dann nach Berlin weitergezogen sind. Ich bin in Spandau, dann habe ich meine Kinderjahre erlebt, es war alles sehr locker und gut, ich habe Fußball gespielt, hatte keine Probleme und habe gerade einen sehr guten Kumpel von mir entdeckt, der sich da undercover war. ich bin dann aus dem Berliner Bezirk Spandau nach Wendt gezogen, im Alter von 13. Und es war wirklich so, als wenn ich mein Leben auf den Kopf gestellt habe. Natürlich unbewusst, weil ich war 13, ich bin meinen Eltern nachgezogen, wie man so sagt, oder mitgezogen. Aber ich bin tatsächlich in einen Bezirk gezogen mit einem, wie ihr wisst, sehr hohen Anteil an Migranten, türkisch, libanesisch, palästinensisch, kurdisch, alles was man so kennt. Und ich habe anfangs natürlich sehr gut ausgeschaut da in diesem Milieu, weil ich hatte damals noch schwarzes, volles Haar und das muss man sich jetzt kurz vorstellen. Ja. Und habe da sehr gut reingepasst und ich war dann auch sehr glücklich anfangs. Aber irgendwann habe ich den Fehler begangen, unbewusst mich als Jude zu outen. Und dieses Unbewusste als Jude outen, ich stehe euch gleich hinaus zuvor, damit ihr den Eindruck bekommt, was da eine der Situationen, die mich nachhaltig sehr beeinflusst haben, ist diese eine Situation, die ich sowohl in diesem Buch als auch in meinem ersten Buch, in der Autobiografie, in der Sound ist besser als ein trockener Jude, wie wir das kennen, genauso copy-paste übernommen habe. Das ist die einzige Textstelle, 2 Seiten, die ich genauso übernommen habe. Warum? Weil es mich bis heute ziemlich betrifft. So, wenn man die 40 überquert, muss man die Brille aufsetzen. Ne? Das kennt ihr. Und auch mit Brille wird es schwierig. In der 9. Klasse auf dem Biesterweg-Gymnasium an der Pankstraße saß ich im Unterricht neben meinem besten neuen Freund, einem Deutsch-Inder namens Mahavir. Er war für mich ein Deutsch-Inder, genauso wie ich für ihn ein Deutsch-Iraner war. Wir verstanden uns wirklich ausgesprochen gut, wie ein Bruder war er für mich, bis er mich im Deutschunterricht vollkommen überraschend und abgrundtief enttäuschte. Wir lasen ein Buch, das zur Zeit der Nazi-Herrschaft über Deutschland spielte. An einer bestimmten Stelle ging es um ein kleines jüdisches Mädchen, das sich vor den Nazis verstecken musste, um ihr Leben zu retten. Marie drehte sich zu mir um und flüsterte mir zu, alle Juden sollten getötet werden. Ich war schockiert und fragte ihn, wieso er denn so etwas sagen würde, woraufhin er mir antwortete, die Juden sind unsere Feinde. Daraufhin konnte ich nicht anders, weil ich wirklich nicht verstand, was er mit
unsere Feinde meinte. Genauso wie ich damals nicht verstand, was meine Eltern mit wir meinten. Und fragte ihn, was meinst du mit unsere Feinde? Juden sind die Feinde von uns. Die Feinde von uns Muslimen. Ich bin aber kein Moslem. Wie, du bist kein Moslem? Natürlich bist du Moslem. Du bist doch Iraner. Das kann, ja, meine Eltern stammen aus dem Iran. Sie sind jedoch keine Muslime, sondern Juden. Das kann nicht sein. Du verarschst mich gerade. Es gibt keine iranischen Juden. Oh doch, ich bin Jude und was du gerade gesagt hast, hat mich sehr enttäuscht. Charles, das ist mein persischer Vorname. Charles, hör auf zu spinnen. Du kannst kein Jude sein. Erstens, weil ich Juden aus der Ferne erkenne und zweitens, weil du mein Freund bist. Ich werde es dir beweisen, morgen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie wir uns, falls überhaupt, an jenem Tag verabschiedeten. Ich ging niedergeschmettert nach Hause und legte mir die goldene Davidsteinkette um, die ich von meiner Großmutter bei unserem letzten Besuch in Israel geschenkt bekommen hatte. Es war ihr Geschenk zu meiner nie stattgefundenen Bar Mitzvah. Am nächsten Tag ging ich mit der Kette unter dem Pullover zur Schule. Und als wir dann wieder nebeneinander saßen, holte ich sie raus, hielt sie Maravir vor seine Augen und sagte, siehst du Maravir, ich bin ein Jude. Ich konnte mitverfolgen, wie ihm das Herz in die Hose rutschte. Sein Gesichtsausdruck war der eines Menschen, der eine Leiche gesehen hatte. In jedem Moment, als ich ihm meinen Davidstern zeigte, begrub er unsere Freundschaft, begrub er mich. Er stammte nur noch die folgenden Worte heraus. Du bist tatsächlich ein Jude, ein echter Jude. Maravir setzte sich um, nie wieder sprach er mit mir. Wenige Monate später zogen seine Eltern mit ihm zurück nach Indien und ich sah ihn nie wieder. Aber sein Gesichtsausdruck, als er meinen Anhänger zu Gesicht bekam, verlässt mich nicht. Es war ein bedeutender Moment, der für mich eine bittere Realität widerspiegelt. Es geht vielen Menschen, unter ihnen auch Muslimen, nicht wirklich um den sogenannten Nahostkonflikt. Sie sind einfach voller Hass gegenüber den Juden erzogen worden. Wie sonst kann man sich rational erklären, dass ein 14-jähriger, in Deutschland geborener Junge, dessen Eltern aus Indien stammen, der Annahme ist, dass er Juden aus der Ferne erkennen kann und seinem besten Freund, einem Deutsch-Iraner, die Freundschaft kündigt, nur weil er Jude ist. Das ist eine der ersten, sage ich jetzt mal, wirklich harten Situationen, wo ich im Schock war. Aber das ist heftig, ja, man ist 13, 14, mich hat nichts mit Jüdischsein verbunden, nichts. Das heißt, ich habe nicht gebetet, nicht koscher gegessen, Synagoge, jüdische Gemeinde hat mich nicht interessiert, hatte keine jüdischen Freunde, bestimmt keine israelischen, hatte keinen hebräischen Pass, also nichts, ja. Aber alleine, dass ich gesagt habe, ich bin Jude, hat einige Leute in meinem Bezirk, hat mich zur Zielscheibe gemacht. Und diese Zielscheibe war ich dann die nächsten ein, zwei Jahre. Zielscheibe heißt, ich bin tatsächlich mit Angst durch die Straßen gelaufen. Ich habe ein, zwei Jahre unter Angst gelebt. Angst heißt, ich musste mir überlegen, welchen U-Bahnhof ich aussteige. Ich musste überlegen, wie komme ich zur Schule, wie komme ich von der Schule wieder zurück. Um welche Uhrzeit bin ich wo, mache ich was. Und am besten auch, egal wo ich bin, dass ich immer ein, zwei Leute neben mir habe. Das sind so die Gedanken eines 14-Jährigen. Das muss man sich jetzt hier kurz mal vorstellen. Der eine oder andere ist ja noch... Ja, nicht wirklich. Wir sind alle schon ein paar Jahre drüber. Aber das muss man sich vorstellen, das macht etwas mit einem. Und es hat mit mir sehr viel gemacht, weil genau diese Situationen waren es, die mich bis heute beschäftigen. Diese Situationen waren es auch, die dann, ich sag jetzt mal, mein Leben auf den Kopf gestellt haben. Weil wenn du mit der Angst lebst und plötzlich dann auch es schaffst, Glück und Unglück, sage ich jetzt mal, dich mit einigen der Jungs anzufreunden. Und einige der Jungs, die auch wirklich in diesem Bezirk sehr viel zu sagen hatten. Unter anderem war ich befreundet mit einem der Mitglieder des berüchtigten El-Sain-Clans. Ein wirklich sehr, sehr netter Junge, der mich als 15-Jähriger dann in Berlin kennengelernt hat, dem ich dann gesagt habe, ich heiße so und so, ich bin neu hier, mehr oder weniger, er kannte mich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, wieso, was ist das Problem? Er meinte, ja, ich bin Jude.
Und dann meinte er, ja, warum ist das ein Problem? Meinte ich, naja, Leute mögen mich hier nicht. Meinte er, ich mag dich, du bist mein Freund. Und von diesem Tag an, kann man sagen, hat sich mein Leben nämlich wieder auf den Kopf gestellt. Weil plötzlich hatte ich nicht mehr diese Angst, dass ich jeden Tag irgendwie abgestochen werde. Sondern plötzlich hatte ich einen dieser Clan-Mitglieder, der Rang und Namen hatte in diesem Bezirk und darüber hinaus, an meiner Seite, der mich mochte, der mich als Juden akzeptiert hat, der mich vor anderen Weddingern verteidigt hat. Und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, ja. Das ist eigentlich eine Geschichte, die sehr schwer zu glauben ist, ja. Weil, was ist die Chance, ja? Was ist die Chance, dass das so kommt, wie es kommt? Aber es kam so, wie es kam. Und mitgehangen ist auch mitgefangen, weil in diesem Milieu, wie einige von euch wissen, ist sehr viel auch Kriminelles, was man tut. Und auch ich bin kriminell geworden. Ich habe alles Mögliche mitgemacht, was man sich vorstellen kann. Ich habe mich zum Glück auf Graffiti, sage ich jetzt mal, spezialisiert. Und als Graffiti-Sprüher ist man zwar auch kriminell, aber man ist so kriminell light. Ja? Freunde von mir haben Zuhälterei gemacht, Drogen verkauft, Waffen, Schutzgeld und. Diebstähle, Überfälle. Ich war eine Graffiti-Szene. Ja? Also, jetzt im Nachhinein, glaube ich, habe ich Glück gehabt, dass ich diese Graffiti-Sache gemacht habe, weil es gab in meinem Umfeld eigentlich niemanden, der nicht im Gefängnis früher oder später war. Oder in der Nervenklinik oder tot oder sogar aus Deutschland rausgeschmissen wurde. Ich habe wirklich Glück gehabt. Aber ich habe mit der Zeit gemerkt, dass die Judenwitze und der Hass gegenüber Israel leider auch unter Freunden nicht abgenommen hat. Sondern ich bin irgendwann dann ein Weddinger gewesen. Man hat mich eigentlich gar nicht mehr als Juden wahrgenommen, sondern ich sah genauso aus wie alle, ich habe genauso mich benommen, ich habe mich genauso angezogen. Ihr hättet mich nicht von Türken und Arabern unterscheiden können. Aber ich bin nun mal der Jude gewesen. Und je älter ich wurde, desto mehr hat es mich gestört, dass meine Freunde über Juden herziehen und Jude als Schimpfwort benutzen und Israel an allem schuldig machen. Und das hat mich sehr gestört. Und ich habe den Ausweg gesucht. Ich habe gemerkt, das sind nicht meine Freunde. Und wisst ihr, was ich noch gemerkt habe? Dies ist nicht meine Heimat. Das ist wirklich traurig, weil ich bin in Deutschland geboren und groß geworden. Eine neue Heimat suchen, im Alter von 20 ungefähr, ist keine einfache Sache. Vor allem, ich konnte auch kein Hebräisch. Ich habe ein bisschen Frankreich versucht, habe ein bisschen Los Angeles versucht, habe mich dann für Israel entschieden und seit 2001 lebe ich mittlerweile in Israel, habe dort halt wirklich, ich sage jetzt mal, mein Leben nochmal von fast null begonnen und habe mein, das klingt jetzt auch wieder ganz komisch, aber ich habe mein erstes Leben in Deutschland mit einer Art Autobiografie niedergeschrieben und veröffentlicht. 2010 schon, ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude, wo ich mir, ich sage jetzt mal, den Frust von der Seele geschrieben habe. Traumabewältigung, ihr wisst es, die von euch, die mal Schlechtes erlebt haben, wenn man drüber redet, das aufschreibt, das tut wirklich gut, das hat mir sehr gut getan. Und dann war es, und dann dachte ich, es ist vorbei. Und ich habe in Israel studiert, habe dann für die Armee gearbeitet, dann Regierung und alles schön und gut. Bis jetzt vor einigen Jahren mich die Vergangenheit in Berlin wieder zurückgeholt hat. Die hat sie mich zurückgeholt auf mehreren Wegen. Zum einen werde ich auf Facebook seit Jahren sowohl privat als teilweise offen wüst beschimpft. Da kommen alle möglichen Sprüche, die wir uns vor 10, 20, 30 Jahren nicht hätten vorstellen können. Ich lese ein paar vor gleich, damit ihr einen Eindruck gewinnt. Aber die vor 10, 20 Jahren niemand über die Lippen gebracht hätte auf Deutsch, die werden heute auf Deutsch über die Lippen gebracht. Zum Zweiten treffe ich ja sehr viele Deutsche in Israel und in Deutschland, weil ich ja wirklich viel unterwegs bin und sehr viel tue. In allen verschiedenen, ich sag jetzt mal, Schichten der Gesellschaft, vom Schüler bis hin zum Minister, alles mit dabei, quer durch. Und mir ist aufgefallen,
dass wenn es zum Thema Antisemitismus geht und ich frage, kriege ich von der deutschen Seite, die nicht-muslimische deutsche Seite, kriege ich immer zu hören, wir Deutschen, wir haben aus der Vergangenheit gelernt. Die wahren Antisemiten, das sind die Zuwanderer. Die bringen Antisemitismus mit und das ist das Problem. Und wenn ich mit Muslimen rede, und ich habe bis heute gute muslimische Freunde, die sagen mir, Ariel, die haben vielleicht ein Problem mit Israel, aber die wahren Antisemiten in Deutschland, das sind die Deutschen, die nicht aus der Vergangenheit gelernt haben. Jedes Mal, wenn ich das höre, von der einen oder anderen Seite, es gibt da noch andere Facetten, aber das haben wir kurz auf den Nenner gebracht, das ist schon heftig. Das wirkt so, als wenn jeder sagt, ich nicht. Das sind alle anderen, aber nicht ich. Oder kennt irgendjemand hier irgendjemanden, der sich als Antisemit bezeichnet? Ich kenne niemanden. Mir ist noch nie jemand über den Weg gelaufen, mein 41-jährigen Leben, der gesagt hat, ich bin ein Antisemit und ich bin stolz darauf. Wisst ihr was? Ich würde den respektieren. Weil ich habe es satt, dieses Drumherum-Gequatsche, dieses Getarnte, mal rechts, mal links, mal muslimisch, mal christlich, so, selbst Juden, die da über irgendwelche Umwege, weil sie mit irgendeiner Politik nicht zufrieden sind, in bestimmte Richtungen abdriften. Das ist absurd. Aber das ist die Realität und die tut wirklich weh. Aber was mir wirklich, ich sage jetzt mal, den Tritt gegeben hat, war, dass vor ein paar Jahren, wie es angefangen hat in Deutschland, dass immer mehr Zwischenfälle sich ereignet haben, wo Juden tatsächlich auf offener Straße angegriffen werden. Das kommt ja mittlerweile fast täglich vor. Erst heute habe ich eine Meldung gesehen, dass gestern Abend in Steglitz ein Jude angepöbelt wurde, geschlagen wurde. Vor zwei Tagen wurde ein Jude in Prenzlberg bespuckt. Es ist unfassbar, aber eine dieser Haupt, sage ich jetzt mal, Situationen, die mich bewegt haben, dieses Buch zu schreiben, ist die Situation mit dem Gürtelschläger in Prenzlberg. Weil ich habe gemerkt, dass Deutschland in einer neuen Realität ist. Und ich würde euch vielleicht gerne eine Passage aus dem Vorwort meines Buches lesen. Mein Körper befindet sich in Israel, meine Gedanken jedoch in Berlin. Meine Berliner Vergangenheit holt mich ein, wieder einmal, leider. Seit Anfang 2018 immer öfter, fast täglich. Während wir heute am Yom HaZikaron Nationalfeiertag den gefallenen israelischen Soldaten und Opfern des Terrorismus in Israel gedenken, fand in Berlin auf offener Straße eine widerliche antisemitische Attacke eines jungen arabischen Mannes auf einen Mann statt, der eine jüdische Kopfbedeckung trug. Eine Videoaufnahme des Zwischenfalls zirkuliert seit einigen Stunden im Internet und wurde von internationalen Medien, unter anderem Washington Post, Daily Telegraph und die Times of Israel, veröffentlicht. Was sieht man auf dem Kurzvideo von ca. 45 Sekunden? Ein aufgebrachter arabischer Jugendlicher schlägt wie wild mit seinem Gürtel auf einen jüdischen Mann ein und beschimpft ihn mit dem arabischen Wort für Jude, Yahudi. Das Opfer hatte den Fehler begangen, sich 2018 in Deutschland auf der Straße durch das Tragen einer Kippa als Jude zu outen. Jetzt in Klammern. Erst im Nachhinein stellt sich heraus, dass das Opfer ein arabischer Israeli war, der nicht wahrhaben wollte, wie gefährlich es für Juden werden kann, wenn sie den falschen Deutschen über den Weg laufen, und hat sich die Kippa aufgesetzt, um Reaktionen einzuholen. Nach nur 5 Minuten kam es dann schon zu diesem Zwischenfall. Ich habe das Video auf meiner Facebook-Seite gepostet und mit der Aussage kommentiert, dass es an der Zeit ist, dass auch die letzten gutgläubigen Mitmenschen verstehen, dass das Problem vieler Deutschen mit arabischen und muslimischen Wurzeln mit den Juden nicht an Siedlungen
unverhältnismäßige IDF-Einsätze oder Zionismus liegt, sondern an der blanken Tatsache, dass der Jude ein Jude bzw. der Yahudi ein Yahudi ist. Wie bei jedem Post, den ich hochlade, kommentieren hunderte Deutsche. Ich lese und lerne. Die Diskussion zwischen den verschiedenen Kommentatoren gibt mir das Gefühl, dass ich hautnah dabei bin. Ich sitze in Israel, bin jedoch durch meine Seite und dank der vielen Menschen, die kommentieren, voll im Geschehen in Deutschland dabei. Benjamin schrieb auf meinen Post: Unglaublich, dass 70 Jahre nach dem Holocaust wieder Juden auf der Straße verprügelt werden. Unglaublich? Wirklich, Benjamin? Alles deutet doch darauf hin, dass Deutschland 2018 in vielerlei Hinsicht, zumindest aus der Sicht der Juden, eher 1936 als 1945 ist. Oder etwa nicht. Provokant, so etwas hier zu behaupten? Ja, das ist es. Aber machen wir uns nichts vor. Deutschland hat ein enormes Antisemitismusproblem. Der neudeutsche Antisemit, er existiert. Und er wird immer lauter und frecher. Mal kommt er von rechts, mal von links, mal aus den eigenen Reihen, immer öfter und aggressiver aus der muslimischen Ecke. Und immer wieder wird relativiert. Es ist eigentlich fast nie Antisemitismus, sondern irgendetwas anderes. Oder was genau will uns Jakob Augstein mit seinem Twitter-Kommentar sagen? Wie gestört ist unsere Wirklichkeit, dass jemand auf die Idee kommt, das Tragen der Kippa als Provokation zu nutzen und damit auch Erfolg hat? Deprimierend. Deutschland 2018. 70 Jahre nach dem Holocaust frage ich mich, ob Juden heute zu Deutschland gehören und wir vollkommen und wie willkommen sie eigentlich wirklich sind. Drei Generationen nach der Shoah frage ich mich, ob Deutschland sich in seiner Haltung den Juden gegenüber wirklich grundlegend verändert hat. Drei Generationen nach dem Tiefpunkt in der Geschichte, sowohl der Juden als auch der Deutschen, frage ich mich hier laut, ob manche Deutsche es sich nicht einfach, ein wenig zu einfach machen, indem sie das Antisemitismusproblem auf die Zuwanderer abschieben. Oder ist der wieder aufkommende Antisemitismus bzw. Judenhass wieder einmal ein Teil der breiten Gesellschaft? War er eigentlich wirklich jemals weg? Seit Jahren beobachte ich aus der Ferne, wie mein Geburtsort sich verwandelt. Ich denke gerne zurück an die 80er Jahre in Berlin-Spandau, aber mir wird weiterhin fast schwindelig, wenn ich mich an bestimmte Situationen während meiner Jugend in Berlin-Wedding erinnere. Hunderte antisemitische Zwischenfälle, denen ich Anfang der 90er Jahre ausgesetzt war, haben mir sehr früh die harten Seiten des Lebens aufgezeigt. Deutschland habe ich 2001 in erster Linie verlassen, um eine neue Heimat zu entdecken, einen Ort, der mich als Jude frei leben lässt, ein Land, in dem ich meine Kinder aufwachsen sehen möchte. Jedoch folgten mein Werdegang und gleichzeitig die Entwicklung in Deutschland, dass ich mit meinen Gedanken zwischen alter und neuer Heimat hin und her pendle. Viele Jahre sind seitdem vergangen, aber leider hat sich das deutsche Antisemitismusproblem nur verstärkt. Einer der Gründe, warum ich diese Zeilen schreibe, ist der, dass es meiner Meinung nach falsch ist, antisemitische Vorfälle in Deutschland zu relativieren, statt der bitteren Wahrheit ins Gesicht zu schauen und sie beim Namen zu nennen. Wie in einer Partnerschaft, wenn man sich etwas vormacht, dann kann man so eventuell miteinander für einen gewissen Zeitraum leben. Aber mit der Zeit wird es lästig, wenn beide Seiten wissen, dass ein riesiges Problem besteht und man es nicht bespricht, nicht benennt und noch schlimmer, seine Existenz sogar abstreitet. Als ob man im Wohnzimmer sitzt und ein riesiger Elefant mit auf dem Sofa und man so tut, als ob er Luft wäre. Das Vertrauen nimmt ab, das Gespräch miteinander wird immer trockener und aufgeregter. Plötzlich lebt man nicht mehr miteinander, sondern eher nebeneinander. Irgendwann dann baut sich Frust auf. Frust, der zu Abneigung und eventuell Hass führen kann. Nicht wenige Paare lassen sich scheiden,
weil sie nicht in der Lage sind, offen und deutlich zu kommunizieren und Probleme zu besprechen. Ich bin hier, um dieses Problem zu besprechen. Auch wenn ich schwitze wie in der Sauna, bleibe ich hier stehen, um dieses Problem zu besprechen. Was ist bloß in Deutschland? Es ist heißer als in Israel, ja? Wir lassen jetzt Antisemitismus und reden mal über das Klima. Was ist hier los? Deutschland muss Klimaanlagen importieren. Dringend. Es wird von Sommer zu Sommer schlimmer. Ja? Da soll man sich nichts vormachen. Jetzt, ja? Da muss man irgendwann mal aufpassen. Jetzt. Ich bin gestern Abend, habe ich Check-in im Hotel gemacht, hier Ruda in die Ecke. Und 11 Uhr abends aus New York bin ich davor und über Israel dann nach Deutschland. Und es war echt eine Tortur von 30 Stunden. 11 Uhr abends kam ich endlich ins Hotel, war super glücklich, mach die Tür auf. Sauna. Ich gehe ins fucking Zimmer rein. Ich gucke, wo ist die scheiß Klimaanlage? Ich finde die Klimaanlage nicht. Dann rufe ich bei der Rezeption an. Ja, hallo, ich würde gerne wissen, können Sie jemanden schicken, der die Klimaanlage anmacht? Nee, wir haben hier keine Klimaanlage. Dann sage ich, ja, sagen Sie mal, haben Sie Ventilatoren? Sagen Sie, ja, bringen Sie mir jetzt einen auf. Die sind alle verliehen. Sie sind zu spät. Dann sagt, wie soll ich heute schlafen? Ja, großes Fragezeichen. Ja, das war eine spannende Nacht mit mir selber. Zurück zum Thema. Schaut, also, ich bin hier, um zu sprechen. Und ich mache das jeden Tag auf alle möglichen Arten und Weisen. Ich schreibe jetzt hier in diesem Buch meine Meinung. Ich bin ab und zu in der Presse unterwegs und schreibe dort meinen Senf dazu. Auf Facebook und Twitter, wenn ich zu Lesungen und so, weil ich glaube wirklich daran, dass es ein Problem gibt, was es, wenn wir darüber sprechen und uns einig sind, dass man das so halbwegs lösen kann. Ich glaube nicht, dass das, wenn wir jetzt die ganz extremen Gruppierungen rauslassen, radikal rechts, radikal links, radikal islamistisch, okay, die sind eh für die Tonne. Aber die breite Mitte der Gesellschaft, wo es natürlich auch antisemitische Grundeinstellungen gibt, ich glaube, da ist noch was zu holen. Weil ich glaube, dass die Vergangenheit zwischen Deutschland und Israel, zwischen Juden und Deutschen, die war so heftig, dass wir eigentlich gar keine andere Wahl haben, als dass Deutschland und Israel und Deutsche und Juden die besten, die allerbesten Freunde sind. Das müsste eigentlich eine Partnerschaft sein, so wie ich gerade vorgelesen habe. Aber irgendwas in dieser Partnerschaft läuft schief. Und dieses Schief, was schief läuft, ist wirklich absurd, weil, wisst ihr, Täter war damals Täter, Opfer war damals Opfer. Jetzt sind wir 70 Jahre später. Aber wenn wir jetzt vergleichen, wie sich die Nachfolgegeneration der Opfer entwickelt haben, dem Deutschen gegenüber, dann stelle ich fest, und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass Israelis gerne nach Deutschland kommen. Nach Berlin, Schwarzwald. Deutsch ist eine beliebte Sprache. Man kann in Israel die deutsche Flagge hissen. Kein Problem. Deutsche Touristen sind mehr als willkommen. Weißt du, wer von euch jemals angepöbelt wurde, weil er auf Deutsch gesprochen hat? Kann ich mir nicht vorstellen. Im Gegenteil. Man wird dann echt gefragt, where are you from? Oh, du bist, wie dann direkt an dieser Smalltalk anfängt, die Israelis zu lösen. Mit allem und jedem und überall. Ja? Kein Abstand. Das heißt, wenn ich jetzt kurz gucke, wie die Israelis, die Juden, Deutschen waren, dann ist das eigentlich eine mehr oder weniger sehr positive Einstellung. Wenn ich jetzt aber kurz umdrehe und gucke, wie die Juden und die Israelis in Deutschland wahrgenommen werden, dann ist die Realität ziemlich bitter. Abgesehen von diesen radikalen Zwischenfällen, die uns leider tagtäglich begegnen, ist es so, dass ich niemandem hier empfehlen würde, mit der Israel-Flagge über die hier sonst wo spazieren zu laufen. Kippa und all diese Merkmale, die dich dann zum Juden machen,
Ganz gleich, was du von Israel hältst, ganz gleich, was du von der israelischen Politik, Regierung oder was auch immer hältst, wenn du die Kippa aufsetzt, bist du Zielscheibe. Das ist ja das Absurde. Ja? Ich glaube, dass hier etwas passiert ist im Laufe der letzten Jahrzehnte, dass diese Täter-Opfer-Umkehr, sage ich jetzt mal, dass hier irgendwas passiert ist, dass plötzlich die jüdische Seite, die deutsche positiv wahrnimmt und die deutsche, die jüdische negativ wahrnimmt. Und das wird auch über die Medien leider gefördert, über bestimmte Medien. Man darf nie verallgemeinern, es gibt zum Glück auch Medien, wo ich auch schreiben darf, hin und wieder mal. Aber es gibt leider bestimmte Leitmedien, die einen ganz, ganz bestimmten Narrativ aufgestellt haben, der sehr, sehr problematisch ist. Und wisst ihr was? Wenn wir bei einem Nahostkonflikt sind, und da kommt ja auch schon wieder alles hoch, weil wenn man in Deutschland Nahostkonflikt sagt, und das beschreibe ich auch im Buch, denkt man sofort, Juden, Araber, Israel, Palästinenser. Was für ein Bullshit, ja? Was für ein Denken von vor 50 Jahren. Da hat irgendwie Deutschland den Zug verpasst, hat nicht verstanden, was die Realität im Nahen Osten ist. Da frage ich mich, 800.000 Syrer sind hierher gekommen und du redest immer noch, wenn es um den Nahostkonflikt geht, um die Juden? Hey, wake up! Sind die aus Südamerika oder aus Südostasien oder ist das Hardcore Nahen Osten? Fang doch mal an zu verstehen, was im Nahen, oder willst du nicht verstehen? Das frage ich mich immer gerne. Willst du nicht oder kannst du nicht? Wenn du nicht kannst, ich bin bereit zu helfen. Wenn du nicht willst, haben wir ein anderes Problem. Ich glaube, dass viele nicht wollen. Und das hat natürlich mit der Vergangenheit zu tun. Die Vergangenheitsbewältigung in Deutschland, der eine behauptet gut, der andere sagt gar nicht. Ich bin irgendwo in der Mitte. Ich habe ein Gefühl, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland so einiges schief lief. In der Vergangenheitsbewältigung. Und dass das leider die Beziehung auch zwischen Deutschen und Juden, beziehungsweise zwischen Deutschland und Israel, so unentspannt macht. Sehr unentspannt, das ist alles so unentspannt. Und das nervt, wisst ihr, das nervt, das muss so nicht sein. Es muss wirklich so nicht sein. Ich glaube wirklich daran, dass alle daran verdienen würden, wenn auch Deutschland zu bestimmten Dingen Klartext reden würde. Und dieses Klartext, da muss man wirklich in der heutigen Realität 2019 bestimmte Dinge, Probleme bei Namen nennen. Wenn man das nicht tut, dann fördert man damit auch Extremismus hier im eigenen Lande. Das passiert ja auch. Ohne politisch zu werden, es gibt hier bestimmte Parteien, die plötzlich stärker werden. Es gibt hier plötzlich radikal-islamistische Gruppierungen, die sich hier freier bewegen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Da muss man wirklich ab und zu mal den Mut haben, auf die Kacke zu hauen. Und ich glaube, dass das bestimmte Schichten in der deutschen Gesellschaft verstehen, aber dass es noch nicht so angekommen ist, wie es hätte sein sollen. Ich schließe das Buch trotzdem positiv ab, weil ich wirklich ein Gefühl habe, dass da noch was zu holen ist. Ich weiß nicht, was eure Meinung ist, wir öffnen gleich zum Gespräch, aber ich habe ein Gefühl, da ist noch was zu holen, weil die Gesellschaftsschichten, die ich anspreche, und ich spreche hier über Juden und Muslime und Christen und Rechts und Links und Medien und Verschwörungstheoretiker, das sind die Extremgruppierungen. Die dürfen nicht den Ton angeben. Die dürfen nicht die sein, die die Agenda leiten. Sondern eine gesunde Mitte, eine gesunde Mitte der Gesellschaft muss tagtäglich dafür eintreten, dass für Recht und Ordnung, Demokratie, Freiheit, Frieden gesorgt ist. Für alle Bürger. Ganz gleich. Jude, Moslem, Christ. Neu dazugekommen oder alt, eingesessen, das spielt keine Rolle. Wenn man das nicht macht, wird es bestimmte Bezirke geben, wie den Berliner Bezirk Wedding, wo andere Regeln aufgestellt werden.
Unter diesen Regeln musste ich meine Jugend verbringen. Ich bin ausgewandert, weil ich nicht wollte, dass meine Kinder unter solchen Regeln im freien Deutschland aufwachsen müssen. Mit diesen Worten, ewiger Monolog, glaube ich, macht müde. Deswegen öffnen wir mal vielleicht zum Gespräch. Jörg, ja. Du bist noch wach? Du bist noch fit? Du schwitzt oder nicht? Klar, erstmal.